Heute möchten wir euch mit auf eine Reise nehmen, die den Spuren von intelligentem außerirdischem Leben folgt. Und dabei beginnen wir nicht etwa in weit entfernten Galaxien, sondern quasi direkt vor der eigenen Haustür, in der Antarktis. Isolierte Bakterien. Die Entdeckung, die Wissenschaftler im Wiedersehen der Antarktis machten, könnte unser Weltbild erschüttern. Dem Forscherteam gelang es, ein komplexes Ökosystem von Kleinstorganismen, die verborgen unter der dichten Eisschicht des Sees schlummerten, ans Tageslicht zu bringen. Das Besondere an dem Sensationsfund war, dass die Bakterienkulturen vermutlich seit über 2800 Jahren, gänzlich abgeschottet von der Außenwelt, unter dem 20 Meter dicken Eis des Wiedersees versteckt waren. Die mikroskopischen Lebewesen stellten sich dabei als wahre Überlebenskünstler heraus. In einer Umgebung, die aus sehr salzigem Wasser bestand und zudem keinen Zugang zu Sauerstoff oder Sonnenlicht besaß, schafften es die Bakterien, ihre Art über mehrere tausend Jahre zu erhalten. Hinzu kommt, dass die Temperaturen im Wiedersee konstant deutlich unterhalb des Gefrierpunktes liegen. Doch wie kann es sein, dass das Ökosystem der Organismen so lange überdauerte? Die Experten nehmen an, dass die Bakterien die lebensnotwendige Energie vor allem aus dem vorhandenen Wasserstoff beziehen. Es wurden 32 verschiedene Variationen der Bakterien gefunden, die sich in 8 einzelne Stämme aufgliedern. Einige der gefundenen Exemplare konnten bereits bekannten Arten zugeordnet werden. Doch innerhalb der Bakterienkulturen fanden sich auch Vertreter, die der Wissenschaft bis dato vollends unbekannt waren. Das Außergewöhnliche an der Entdeckung ist jedoch, dass dieser unwirtliche Lebensraum, in dem die Bakterien seit so vielen Jahrhunderten leben, auch außerhalb der Erde zu finden ist. In den Monden des Saturns und des Jupiters finden sich ganz ähnliche Verhältnisse. Und wenn die Organismen es schaffen, auf der Erde zu überleben, warum dann nicht auch auf anderen Planeten? Undefinierbares Objekt. Wir bleiben in der Antarktis und ziehen weiter zum Fuße des Mount Paget. Der 2935 Meter messende Gebirgskoloss machte im Frühjahr 2018 von sich reden. Es kursierten Bilder im Internet, die zwei gleichmäßige Linien im Schnee zeigten, welche schließlich zu einem undefinierbaren Objekt führten. Manche waren der Meinung, dass es sich dabei um die Absturzstelle eines außerirdischen Flugobjektes handelte. Andere vermuten, dass das Foto ein seltsames Boot oder gar das seit langem verschollene Flugzeug Malaysia Airline Flug 370 darstellen würde. Nachdem der Hype um die vermeintliche Sensation immer größer wurde, traten schließlich auch Experten auf die Bildfläche, um ihre Einschätzung der Lage kundzutun. So hörte sich die Erklärung des physischen Geografen Dr. Richard Waller viel weniger spektakulär an als die zuvor verbreiteten Verschwörungstheorien. Der Fachmann glaubt, dass sich lediglich ein Felsbrocken oder ein großes Stück Eis gelöst habe und anschließend am Abhang hinuntergeglitten sei. Doch werden sich überzeugte Ufologen von der wissenschaftlichen Stellungnahme so einfach abspeisen lassen? Was wäre, wenn es sich wirklich um ein verunglücktes UFO handelt? Und welche Möglichkeit hat die Menschheit überhaupt, um eine Verbindung zu Aliens herzustellen? Und hier stellt sich auch schon die Frage, versuchen wir mit Außerirdischen Kontakt aufzunehmen? Wenn es wirklich intelligentes außerirdisches Leben in den Weiten des Weltalls gibt, so existiert dieses mit Sicherheit in einer gewaltigen Entfernung zu unserem Heimatplaneten. Deshalb hat sich die Menschheit vor allem auf drei Möglichkeiten konzentriert, um diese Distanz zu überbrücken und den Kontakt zu anderen Lebewesen aufzunehmen. Einerseits gibt es den Ansatz, sich mittels Radiowellen, die mit Lichtgeschwindigkeit durch den Weltraum schießen, bemerkbar zu machen. Andererseits gibt es die Möglichkeit, selbst ins All zu fliegen oder mit Sonden nach möglichen Spuren von Aliens zu suchen. Zu guter Letzt vertrauen die Menschen auf die Zukunft und glauben fest daran, dass künftige Technologien so weit entwickelt sein werden, dass die heutigen Komplikationen bei der Suche nach Aliens kein Problem mehr darstellen werden. Kontaktversuche. Der Glaube an die Existenz von Außerirdischen ist nicht ein Phänomen der Neuzeit. Bereits im 19. Jahrhundert wollte der deutsche Astronom Franz von Paula Greuthuysen mit den Bewohnern des Mondes Kontakt aufnehmen, indem riesige Steckrübenfelder in der Form vom Satz des Pythagoras angepflanzt werden sollten. Die Außerirdischen sollten somit vom Mond aus die geometrischen Formen bewundern und der Menschheit eine Antwort zukommen lassen. Ein anderer Standpunkt geht davon aus, dass Aliens auch immer elektromagnetische Signale entsenden, die von unseren irdischen Messgeräten erfasst werden können. Seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts wird versucht, diese Signale zu erfassen, bisher aber ohne bestätigten Erfolg. Als die Raumfahrt in den 70er Jahren in ihrer Entwicklung immer weiter voranschritt, änderte sich auch die Art der Kontaktversuche. Es wurden goldene Tafeln an Raumsonden angebracht, die den Aliens als Beweis unserer Existenz dienen sollten. Mit der Arecibo-Botschaft wurden im Jahr 1974 auch erstmals gezielt Radiowellen an potenzielle Außerirdische gesendet. Die Nachricht bestand aus verschiedenen Binärcodes, die Informationen über die Menschheit enthielt.
In den folgenden Jahren wurden Audioinformationen und Bilder ins All geschickt und sogar Fernsehsendungen per speziellen Antennen ins Universum übertragen. Auf eine offiziell bestätigte Antwort von den Außerirdischen warten wir jedoch bis zum heutigen Tage. Doch wer bei der Thematik nur auf Stellungnahmen der Regierungen vertraut, könnte einige interessante Geschichten verpassen. Außerirdische stehen bereits mit uns in Kontakt. Woher sollen die Politiker auch wissen, wovon sie reden, wenn sie selbst noch nie einen Fuß in ein Raumschiff gesetzt haben? Die besten Ansprechpartner sind immer noch die Astronauten selbst. Und glaubt man den Erzählungen der Weltraumabenteurer, so könnte es einem glatt die Sprache verschlagen. Viele Astronauten, die für die NASA ins All geflogen sind, glauben fest daran, dass intelligentes außerirdisches Leben existiert. Als wäre diese Nachricht nicht schon sensationell genug, sind sich die Raumfahrer auch noch sicher, dass die Aliens schon seit geraumer Zeit den Kontakt zu den Menschen suchen. Edgar Mitchell war in den 70er Jahren Teil der Apollo 14 Mission und betrat sogar selbst den Mond. Der Astronaut war davon überzeugt, dass die Menschheit schon lange von Außerirdischen beobachtet wird. Glaubt man den Raumfahrer, dann hätten die galaktischen Wesen sogar schon unseren Planeten besucht und uns vor einem verheerenden Atomkrieg gerettet. Mitchell ist mit seiner Aussage nicht allein. So gibt es Dutzende weitere Astronauten, die sogar schon UFOs mit eigenen Augen gesehen haben wollen. Es ist auffällig, dass alle Befürworter der Alien-Theorien davon ausgehen, dass die außerirdischen Lebensformen die Erde schon seit vielen Jahren ausspionieren. Majestic 12. Es gibt Legenden, die besagen, dass auch schon die offiziellen Behörden in Kontakt mit Aliens getreten sind. Als Majestic 12 wird eine angeblich streng geheime Vereinigung bezeichnet, die im Jahr 1974 in den Vereinigten Staaten gegründet worden sein soll. Hintergrund war ein Zwischenfall nahe der Stadt Roswell, der sich im selben Jahr ereignet haben soll. Laut den Verschwörungstheoretikern soll hier ein UFO abgestürzt und der Vorfall anschließend von der Regierung verschleiert worden sein. Infolgedessen wurde Majestic 12 ins Leben gerufen. Der Geheimbund der Regierung kümmert sich seitdem vermeintlich um Vorfälle ähnlicher Art, ohne dass die Bevölkerung etwas von den Geschehnissen erfährt. Angeblich wurden bereits einige Dokumente gefunden, welche die Existenz von Majestic 12 beweisen. Die amerikanische Regierung dementiert sowohl die Echtheit der Unterlagen als auch das Vorhandensein eines solchen Geheimkomitees. Entführung durch Außerirdische. Es gibt auch immer wieder Stimmen aus der Mitte der Bevölkerung, die beteuern, dass Aliens existieren. Dabei gehen die Erfahrungsberichte weit über übliche UFO-Sichtungen hinaus. Viele Menschen behaupten tatsächlich, schon einmal Opfer einer Alien-Entführung geworden zu sein. Diese als Nahbegegnung der vierten Art betitelten Ereignisse erhitzten seit jeher die Gemüter. Bei den einzelnen Geschichten lassen sich viele Parallelen und wiederkehrende Muster beobachten. So berichten die angeblichen Entführungsopfer in der Regel davon, zunächst seltsame Himmelskörper am Firmament beobachtet zu haben. Anschließend seien seltsame Wesen vor ihnen aufgetaucht, die ihre Opfer mit Hilfe von außerirdischen Kräften gefügig gemacht haben. Danach seien die Menschen über einen Strahl in das Mutterschiff der Aliens gebracht worden und fanden sich in einem unbekannten, an einen Operationssaal erinnernden Raum wieder. Nun führten die Außerirdischen schmerzhafte Experimente an den gefesselten Personen durch, entnahmen Gewebeproben und setzten sogar Implantate ein. Vor allem der Intimbereich der Opfer soll eingehend untersucht worden sein. Hatten die Aliens ihre Untersuchungen abgeschlossen, löschten sie das Gedächtnis des entführten Menschen und brachten die Person zurück auf die Erde. Betty und Barney Hill. Eine solche Nahbegegnung der vierten Art durchlitten nach eigenen Aussagen auch Barney und Betty Hill. Das US-amerikanische Ehepaar behauptete zu Lebzeiten im Jahr 1961 von Außerirdischen verschleppt worden zu sein. Die beiden befanden sich gerade auf einer Autofahrt, als sie plötzlich ein mysteriöses Licht am Nachthimmel entdeckten. Beide erlebten einen Blackout und erwachten über 90 Kilometer weiter südlich aus einer Art Trance. Das Paar informierte einen nahegelegenen Luftwaffenstützpunkt über die seltsamen Geschehnisse. Beide litten seit dem Vorfall an Schlafstörungen und Panikattacken, die sie sich nicht erklären vermochten. Um ihre psychischen Probleme in den Griff zu bekommen, gaben sich Betty und Barney in therapeutische Behandlung. Der Therapeut entschied sich dazu, das Ehepaar in Hypnose zu versetzen und hoffte so, den Kern des Problems zu finden. Die Geschichte, die die Eheleute nun zum Besten gaben, klang schier unglaublich. In der besagten Nacht seien die beiden von kleinen, grau gefärbten Aliens überrumpelt worden. Die mysteriösen Wesen brachten ihre Opfer anschließend in ihr Raumschiff, wo sie beide Menschen medizinisch untersuchten und Befragungen durchführten. Sie entnahmen Betty auch zahlreiche Gewebeproben und entfernten der Frau Haare, Nägel und sogar Ohrenschmalz. Anschließend wurde das Gedächtnis der Opfer so manipuliert, dass sie sich nicht mehr an die Entführung erinnern konnten. Die Öffentlichkeit fasste die Geschichte von Betty und Barney Hill mit Skepsis auf, denn beiden wurde Sensationslust und Geldgier vorgeworfen.
Zudem stimmten ihre einzelnen Versionen der Entführung nicht vollständig überein. Für überzeugte Ufologen ist die Hill-Entführung jedoch ein Meilenstein. Travis Walton. In die Serie der vermeintlichen Alien-Entführungen reiht sich auch Travis Walton an. Der US-Amerikaner wurde am 20. April 1957 geboren und versichert, dass er im Alter von 18 Jahren eine Nahbegegnung der vierten Art erlebte. Zu der Zeit des Vorfalls arbeitete Travis Walton als Waldarbeiter im Apache Sitgreaves National Forest im US-Bundesstaat Arizona. Zusammen mit seinen Mitarbeitern soll er am 5. November 1975 ein unbekanntes Flugobjekt, das eine flache, scheibenartige Form besaß, entdeckt haben. Das UFO schwebte nur wenige Meter über der Erdoberfläche und war für alle Beteiligten gut sichtbar. Neugierig geworden ging Travis auf das vermeintliche Raumschiff zu und wurde sogleich von einem grellen Blitz erfasst. Seine Kollegen suchten in ihrer Panik das Weite. Der Vorgesetzte von Walton glaubte im Wegrennen aber noch gesehen zu haben, wie sich die fliegende Untertasse mit atemberaubender Geschwindigkeit aus dem Waldgebiet entfernte. Von Travis Walton fehlte fortan jede Spur. Es sollte 5 Tage dauern, bis der Waldarbeiter wieder auf der Bildfläche erschien. Wie auch schon Betty und Barney Hill wurde Travis Walton in Hypnose versetzt. Er erzählte, dass er in einem hell erleuchtenden Raum erwachte. Um ihn herum waren 3 kahlköpfige Wesen, mit denen er daraufhin sogar kämpfte. Anschließend sei er von einem Menschen in einen Raum geführt worden, in welchem er das Bewusstsein verlor. Dann rissen seine Erinnerungen ab. Glaubt ihr an Aliens? Was würdet ihr tun, wenn Außerirdische versuchen würden, euch zu entführen? Wir freuen uns auf eure Kommentare.